Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder ein kleines Backtutorial und wir backen eine Toffifee-Biskuitrolle. Alles was ihr dafür benötigt sind 4 Eier, 4 Esslöffel heißes Wasser, 100 Gramm Zucker, 70 Gramm Mehl, 35 Gramm Speisestärke, eine Messerspitze Backpulver, 200 Gramm Doppelrahm Frischkäse, 150 Gramm Puderzucker, 100 Gramm weiße Kuvertüre, das ist aber optional, und 15 Toffifees. Und für die Glasur habe ich dann nochmal 8 bis 10 Toffifees benutzt und ihr braucht dunkle Schokolade oder Vollmilchschokolade, wie ihr es lieber mögt. Zuerst werden die 4 Eier getrennt und danach wird das Eigelb mit dem Zucker und heißem Wasser gut verrührt und schaumig geschlagen. Wenn wir damit dann fertig sind, widmen wir uns dem Eiweiß, denn das müssen wir auch gut steif schlagen, denn es wird der Eigelb-Zuckermischung hinzugefügt. Wenn das Eiweiß steif geschlagen ist, brauchen wir wieder die Eigelb-Zuckermischung. Dort fügen wir das Backpulver, Mehl und Speisestärke hinzu und verrühren es gut. Wenn alles gut verrührt ist, wird vorsichtig das aufgeschlagene Eiweiß untergehoben. Beim nächsten Schritt brauchen wir ein Backblech mit Backpapier und dort wird erstmal der gesamte Teig verteilt. Nun kommt der Teig bei 175 Grad Ober- und Unterhitze ca. 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Während der Teig im Backofen verbringt, widmen wir uns schon mal den Toffifees. Da habe ich 15 Toffifees klein gehackt, denn die brauchen wir gleich für die Füllung. Wenn der Teig fertig ist, brauchen wir ein frisches Küchentuch mit Zucker bestreut, denn da müssen wir den Teig jetzt vorsichtig von dem Backpapier entfernen. Zur Hilfe habe ich mir ein Glas kaltes Wasser geholt und habe damit das Backpapier ein bisschen eingerieben. Damit konnte man das Backpapier besser entfernen und es ist nichts kleben geblieben. Jetzt müssen wir den Teig vorsichtig mit dem zuckerbestreuten Küchentuch einrollen und gut auskühlen lassen. Während der Teig schön auskühlt, kümmern wir uns schon mal um die Füllung. Dafür wird der Doppelrahm Frischkäse mit dem Puderzucker vermengt und anschließend die klein gehackten Toffifees hinzugegeben. Wenn der Biskuitboden schön ausgekühlt ist, wird er vorsichtig wieder aufgerollt und die gesamte Masse wird auf dem Teig verteilt und dann wird er wieder vorsichtig zusammengerollt. Nun kommen wir zur Glasur. Da habe ich optional für uns einmal weiße Kuvertüre geschmolzen und grob über die Biskuitrolle verteilt. Und danach habe ich nochmal 400 Gramm Zartbitterkuvertüre geschmolzen und komplett drüber gegeben. Ganz zum Schluss als Topping habe ich dann nochmal ganze Toffifee-Stücke auf dem Biskuitboden verteilt, was halt einfach auch nochmal ein Hingucker ist. Und es klebt wunderbar, da die Schokolade noch ein bisschen feucht war, aber halt auch nicht mehr runtergetropft ist. Fertig ist die leckere und ganz schnelle, einfache Toffifee-Biskuitrolle. Ihr müsst sie jetzt nur noch ganz gut auskühlen lassen und könnt es genießen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!